Hallo YouTube! Ja, Grüße aus dem Harzer Vorland von mir. Und ich spiele hier mit dem Gaming Studio HDX und ganz vielen anderen hier so ein paar Survival Games von Team Tavern. Auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Ich habe schon auch ein paar geile Sachen. Ich habe ein Eisenschwert. Machen wir zusammen? Wo bist du denn? Ich bin hier noch in der Mitte. Okay, ja, okay, komm mit. Boah, bei mir leckt das gerade voll. Echt? Ja. Ja, bei mir geht's gerade. Ich habe mein PC jetzt erstmal voll fett auf Hochleistung gemacht, aber trotzdem, weil ich habe Assassin's Creed Black Flag und der wollte das nicht spielen und auch auf übelst heftige, minimale, super niedrig Grafik wollte das nicht spielen. Jetzt auf Hochleistung, jetzt kann ich wieder auf normal bis hoch spielen. Ja, ist doch gut. Ja, ist auch. Ich will schon mal einen Fisch verschlingen. Vorne sind schon Leute. Boah, warum leckt das bei mir so? Ich habe irgendwie voll die Probleme mit Aufnehmen. Das liegt daran, weil ich nebenbei nur mit Outer City extra. Hey, da ist mal jemand drin, Kalle. Pass auf. Das bin ich? Achso, nee. Nee, pass schon. Brauchst du noch irgendwas? Ich hab hier noch. Fisch. Hose und. Hose etc. wäre gut. Aber ich hab schon mal. Hast du ein Schwert? Ja, ein Holzschwert. Alter, ja, warum leckt das bei mir so? Heftig. Also am Server liegt nicht. Ne? Nee, das liegt nicht am Server, das liegt bei mir. Huhu, und das sieht richtig nice aus. Das ist, hallo Kalle. Kennst du Tavern? Ja, ne? Oh, hier ist jemand. Monster! Hier, ich hab was für dich. Komm her. Hier. Oh ja. Hose. Und ich hab noch einen Helm, also kannst du ja einen aussuchen. Von den beiden. Alter! Oh, wirst du angegriffen? Ja, verdammt! So, und jetzt weiter geht's. Und die anderen sind nicht dabei. Wir machen einfach mal eine YOLO-Runde zu zweit. Hallo. Ja, in der ersten Runde bin ich einfach sehr schnell gestorben. Mal gucken, wie es jetzt ist. Ich mache einfach mal SG-Start. Ja, das ist hier mein Server hier. Ein ultimatives Battle. Zwischen King 1 und King. Also King Admin Ultra und hier King Super Ultra. Die Karte habe ich selber gebaut. Ja, das ist unfair. Ja, aber ich weiß nicht, wo die ganzen Kisten sind. Außer die hier. Ja, da. Ja, da vorne sind Kisten! Da vorne sind Kisten! Geh weg. Aber lass mal ein bisschen über die Runde hinaus ein bisschen warten. Ich nehme mal ein bisschen langsam raus. Irgendwie lag ich immer noch. Warum lag ich denn so, Alter? Ja. Geil. Und super Taktik. Ja, geil, ne? Ich würde gehen. Wake up. Er fragt, was wir machen. Oben an der Decke ist eine Kiste gewesen. Nimm sie dir. Ich renn weg. Aber danke. Ich bin mal freundlich. Weißt du, das war jetzt gerade dein Verhängnis. War ein Eisenschwert drin. Ich habe auch ein Eisenschwert. Ja. Echt? Ja. Was denkst du denn? Das Einzige, was hier richtig... Oh, warum lag ich denn so? Alter, das ist doch nicht normal. Seitdem ich auf Hochleistung habe, macht er irgendeine Scheiße. Das ist jetzt Peace-Zone vorbei, oder? Ja, schon lange. Ja, okay. Also wollen wir uns schon bekriegen? Na, warte. Lass mich mal ganz kurz ein... Ja, hahaha. Ich weiß schon nicht mehr, wo du bist. Ich stehe jetzt hier mitten auf dem Baum. Lass mich mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz was machen, ja? Okay, du bekommst 10 Sekunden. Na, ich bin gerade ganz kurz... im System, ich sehe dich. Du bist auf dem Berg. Ich mach mal wieder auf ausbalanciert. Mal gucken, ob das jetzt besser läuft. Ja, hier ist eine Kiste. Naja, läuft immer noch nicht besser. Woran das auch immer liegen mag. Warum ist der denn jetzt so... Ich habe heute irgendwie Probleme mit Aufnehmen und so. Kalle? Ja? Wollen wir? Ja, Moment. Oh, Alter. Leck mich am Arsch. Na, wie gesagt, Leute, auch die Leute, die auf meinem Kanal gucken, es leckt zwar ein bisschen. Wir spielen hier auf meinem Server, es liegt aber nicht am Server, es liegt bei mir irgendwie daran. Ich weiß also nicht. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, das ist ja, der Server läuft super, hin. Das ist ja nicht das Problem, aber mir. Aber sobald ich Bandicam ausmache und Outer City ausmache, läuft das super. Das liegt daran, dass ich aufnehme und nebenbei Outer City laufen habe, um die Stimme aufzunehmen, weil ich nämlich das Rauschen nicht mehr möchte. Was für ein Rauschen? Weil wenn ich einfach nur mal mit Bandicam oder sonst was aufnehme, dann rauscht es. Ach so, du nimmst mit Bandicam auf. Ja, das ist aber generell, wenn ich nur mit dem Programm aufnehme, mit dem ich aufnehme, auch die Stimme. Das war jetzt gutes Deutsch.
dann immer ein Rauschen dabei, immer. Und mit Audacity mache ich halt die Rauschentfernung. Und gut ist, ich mache nichts anderes, keine Bässe zu gar nichts. Ich mache nur Rauschentfernung. Mhm. Ja. Ja, gut, Rauschen habe ich jetzt noch nicht. Ja, ich weiß nicht, woran das bei mir liegt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich diesen extra Mischpult da nicht habe. Weil ich glaube, das verhindert das oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja, wie gesagt, das T-Bone. Und alle, die das haben, die ich kenne, die haben keine Probleme mit. Aber warum rauscht es bei mir? Das frage ich mich. Wenn jemand hier zuguckt und davon Ahnung hat und vielleicht auch ein T-Bone benutzt, vielleicht das SC450 auch, woran könnte das liegen, dass bei mir das Mikrofon dass es bei mir lauscht? Genau, ich hatte vorhin nämlich eine sendende Folge. Warum es rauscht? Ja, wir haben vorhin Hexet aufgenommen und ich musste dann alle erst als L aussprechen, weil ich nämlich eine Wette verloren habe. Ich habe schon gehört. Freue ich mich hier richtig drauf. Ja. So, wo bist du denn jetzt? Ich bin auf einem Berg. Ja, dann komm mal Richtung Spawn. Nein. Ich will nicht. Alter, ich habe 3 Eisenschwerter. Wieso hast du 3 Eisenschwerter? Weil ich die ganzen Kisten hier war und jetzt habe ich 3 Eisenschwerter gefunden. Also, ich habe ja auch schon ein paar Kisten gefunden, aber ich habe das Gefühl, dass du doch weißt, wo die Kisten sind. Nee, eigentlich nicht. Ich habe die ja nicht alle gesetzt. Ach so. Ich hab auf der Map vielleicht... Aber es sind schon viele Kisten. So, wo bist denn du? Es sind genug Kisten. Ich hab auf der Map hier vielleicht 2-3 Kisten gesetzt. Weil, wenn ich die baue und die setze und ich spiele die, und ich spiele ja sehr gerne Survival Games, und ich hab aber keine Lust immer auf Hive oder sonst wohin zu gehen. Weil mal viele, ja, viel zu viele Hive Leute... Ja, bei ist halt immer das Problem, wenn du mit Kumpels spielen willst, du kommst halt nie in eine Lobby. Genau das ist es. Du kommst alleine... Ja, wenn du keine Freunde hast, kannst du auch... Wenn du keine Freunde hast, ich hab keine Freunde. Also wenn du keine Freunde hast, ist Hive optimal für dich. Da sind immer Leute drauf. Ja. Der leckt ab und zu nur mal. Ansonsten, ja, kannst du noch teuer Premium kaufen. Dann kannst du dir... Ja, für teuer... Also brauchen aber alle teuer Premium. Und ich glaube nicht, dass alle jetzt so groß das Taschengeld haben, hier 100 Euro ausgeben wollen. Nur für ja, Premium. Das stimmt. Ich hab 43 FPS, was ist denn das Problem? So, wo bist du jetzt? Ich sehe dich. Du hast gerade in meine Richtung geguckt. Soll ich springen? Achtung, ich dreh dich um, hinter dir. Na, siehst du mich? Hallo. Warte mal, ich bin gar nicht mal im Fullscreen. So. Mal gucken, ob du mich findest. Wo bist du? Ich bin hier in der Wüste. Da ist er. Los, komm. Lass uns Battle machen. It's time for battle. Boah, ich weiß es nicht. Ich bin da reingegangen, richtig. Na, neugierig, drück mich. Ich trau mich nicht. Bist du da gerade runtergegangen? Guck mal. Okay, YOLO. Was? Ah, oh, was geht denn das? Schnell weglaufen, schnell weg. Hä? Weg, weg, weg. Da ist eine Kiste, wo du ran vorbei rennst. Wieso? Ah. Komm her. Was? Ich hab gleich... Ja, ich hab dich gekillt. Ich liebe es, wenn ich gewinne. Na gut, wer liebt es nicht? Ja, Leute, das war auf jeden Fall die Aufnahme. Verlieren. Das war die Aufnahme. Die erste ist dann misslungen auf der Tavern-Karte. Und die ging ja so nur zu zweit, einfach eine YOLO-Runde, weil die haben alle jetzt Paintball gespielt. Und jetzt YOLO. Kommt mein Outro.